Mein Thema sind Wohlfahrtsmaße, das heißt alternative Indikatoren dafür, wie es einer Gesellschaft geht. Die Diskussion darum findet im aktuellen Kontext in der Regel immer da, in dem Kontext statt, dass es um die Wohlfahrtsmaße als Alternative oder als Ergänzung zum Bruttoinlandsprodukt und zu seinen Wachstumsraten geht. Ich denke, ich muss in dem Rahmen hier nicht erklären, was am Bruttoinlandsprodukt als Maß gesellschaftlicher Entwicklung alles kritisiert wird. Halten wir jetzt einfach mal fest, dass die Bruttoinlandsproduktswachstumsraten als die dominierende gesellschaftliche Orientierungsgröße wahrscheinlich ungeeignet sind und wir trotzdem immer noch feststellen, dass zum Beispiel die Politik einer Regierung daran gemessen wird, ob sie jetzt gerade erfolgreich ist oder nicht. Das beeinflusst dann natürlich auch, welche politischen Entscheidungen getroffen werden. Und man kann insofern sagen, was wir messen, beeinflusst tatsächlich, was wir tun. Ja, alternative Wohlfahrtsmaße haben daher zum einen die Funktion, die Definitionsmacht des Bruttoinlandsprodukts zu brechen oder zumindest in Frage zu stellen. Das kann und muss auch auf viele andere Arten und Weisen geschehen. Wir haben heute dafür schon ganz viel gehört und diskutiert. Aber diese Indikatorendebatte ist eben auch ein kleiner Baustein in diesem Komplex, weil wie wir gesellschaftliche und ökonomische Prozesse eben in Kennziffern übersetzen und an welchen Indikatoren wir dann eine positive Entwicklung festmachen, das hat auch bewusstseinsbildende Folgen. Und so ein Wohlfahrtsmaß oder Indikatoren dafür, wie es uns in der Gesellschaft geht, die verleihen so einem Ziel gesellschaftlichen Wohlergehens, das eben über reine Wirtschaftsentwicklung hinausgeht und dann ökologische, soziale und ökonomische Aspekte gemeinsam erfasst, verleihen dem quantitativ Ausdruck und wenn man es jetzt in einen Gesamtindex aggregiert, was ich Ihnen als Beispiel heute vorstellen will, dann kann man damit dem BIP sozusagen auf Augenhöhe ein bisschen entgegentreten. Dann stellt man nämlich fest, dass Wohlfahrts- und Wirtschaftsindex ganz andere Geschichten erzählen können. Und das plastisch vor Augen zu führen oder geführt zu bekommen, das ist ein ganz guter Ausgangspunkt für Debatten, das stellen wir immer wieder fest, um Wachstum und Wohlfahrt, und zwar auch mit Gesprächspartnern, die dem Thema vielleicht noch nicht ganz so aufgeschlossen gegenüberstehen. Und voilà. Jetzt dazu eben einmal ein Beispiel. Das ist der Vorschlag, an dem ich persönlich auch mitarbeite bei uns im Institut. Ein alternativer Wohlfahrtsindex, der sogenannte nationale Wohlfahrtsindex, den wir bisher für Deutschland, mittlerweile auch auf Bundesländerebene berechnen. Und die zentrale Erkenntnis ist hier jetzt, ergibt sich aus der Veränderung des Index im Zeitverlauf. An dem kann man einen Trend gesellschaftlicher Entwicklung ablesen. Und was Sie hier sehen, ist jetzt in Blau das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland und in Rot der Wohlfahrtsindex über einen Zeitraum von 20 Jahren, seit Anfang der 90er Jahre. Und da sieht man jetzt ganz gut, dass so seit dem Jahr 2000 bis 2008 die Wohlfahrtsentwicklung in Deutschland, wie wir sie jetzt mit dem NWI messen, im Trend negativ verläuft, während das Bruttoinlandsprodukt schön weiter gestiegen ist. Und die Gründe dafür sind insbesondere die Verschlechterung der Einkommensverteilung, die wir eben versuchen einzubeziehen, oder die wir einbeziehen, und Umweltkosten. Und 2009 dreht sich das dann gerade um. Das BIP sinkt, wir kennen es alle, Wirtschaftskrise, und der NWI steigt. Aber, und das ist in erster Linie dem Rückgang der Umweltschadenskosten zu verdanken, der sich im Rückgang der Wirtschaftstätigkeit begründet. So kann es gehen. Also da spiegeln sich zum Beispiel der Rückgang des Verbrauchs an fossilen Ressourcen natürlich in diesem Jahr ganz massiv wieder. Ich bin gebeten, auch zu sagen, wie sich der Index berechnet. Da kann ich jetzt nur ganz kurz drauf eingehen. Das ist nämlich natürlich, wie das bei solchen Indikatoren, die sind halt werden schnell zum Spezialistenthema, ist nicht ganz so einfach. Der basiert, vielleicht haben Sie von dem, auf dem Index for Sustainable Economic Welfare, ist schon ein bisschen älteres Konzept, von Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, vielleicht haben Sie von dem schon mal gehört, mitentwickelt von dem berühmten ökologischen Ökonomen Herman Daly. Und das heißt, es handelt sich gewissermaßen um eine Korrekturrechnung zum Bruttoinlandsprodukt. Unsere Ausgangsgröße ist zunächst mal der private Konsum. Der wird dann mit der Einkommensverteilung gewichtet und dann
rechnen wir wohlfahrtsstiftende Komponenten dazu. Dazu zählen unter anderem auch Hausarbeit und ehrenamtliche Tätigkeiten, weil die eben auch in einer Gesellschaft Nutzen stiften, aber im BIP als reinem Maß für marktgängige Aktivitäten eben nicht vorkommen. Und andererseits werden Aspekte abgezogen, Schadenskosten abgezogen, vor allen Dingen für Umweltbelastungen, aber auch in sozialen Bereichen. Und wir versuchen auch eine intergenerationale Perspektive von Nachhaltigkeit mit reinzunehmen, indem wir Ersatzkosten für den Verbrauch nicht erneuerbarer Energieträger bisher vor allen Dingen berücksichtigen. Ja, insgesamt sind das ungefähr, nicht ungefähr, momentan 19 Komponenten, wir sind gerade in einer Bearbeitung, bald sind es dann 20. Alle Komponenten werden dabei monetär bewertet und dann aggregiert. Das ist leicht erkennbar, das ist ein Ansatz, den Ökonomen erfunden haben. Und dazu gäbe es auch jetzt noch ganz viel zu sagen, sicherlich Kritisches, aber das müssen wir, wenn, auf die Diskussion verschieben, denke ich. So viel zunächst mal einfach zu diesem Index. Wir versuchen mit dem Ansatz eben der Tatsache Rechnung zu tragen, dass unsere wirtschaftlichen Aktivitäten einerseits Güter produzieren, Goods im Englischen, aber eben auch einiges an Bads, im Englischen sagt man tatsächlich also Schlechtes. Und was hier allerdings nicht einfließt, Überschrift hier war ja auch Zufriedenheit, die Indikatoren, die zum Beispiel die direkte Lebenszufriedenheit der Menschen erfassen, sind jetzt in unserem Index nicht beinhaltet. Auch absolute Grenzen ökologischer Tragfähigkeit sind da noch nicht drin, sondern es geht mehr um eine Richtung gesellschaftlicher Entwicklung. Ja, nochmal zurück zur Wirkung solcher neuer Wohlfahrtsmaße. Ich habe am Anfang gesagt, Bewusstsein wecken, das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Also aktuell, denke ich, unterfüttern diese Indikatoren vor allen Dingen auch die Debatte um Leitvorstellungen zukunftsfähiger Entwicklung. Das ist so ein Wechselspiel zwischen dieser Debatte um ein anderes Wohlfahrtsverständnis, um eine gesellschaftliche Transformation auch und eben der Indikatorendiskussion im engeren Sinn. Sie tragen da auf ganz vielfältige Art und Weise dazu bei, die Bedeutung von Wachstumsraten, also Wirtschaftswachstumsraten, zu relativieren. Zum Beispiel eben auch, indem wir den Fokus auch auf ehrenamtliche Tätigkeiten setzen können und damit Erwerbsarbeit den Fokus etwas von der Erwerbsarbeit nehmen und nicht marktgängigen Aktivitäten eine größere Wertschätzung entgegenbringen. Aber neben diesem Bewusstseinseffekt geht es natürlich längerfristig auch darum, tatsächlich neue Orientierungsgrößen zu etablieren, sodass sie politisch wirksam werden. So gesellschaftliche Berichtssysteme dienen der Information, aber auch der politischen Steuerung. Und so ein umfassender Index gibt jetzt eben Auskunft über die Gesamtentwicklung an den Einzelkomponenten und an detaillierteren Informationssystemen, die dahinter stehen, können wir dann wichtige Bereiche und Stellschrauben erkennen, an denen sich eben an Wohlfahrt statt Wachstum orientierte Politik, wo an denen diese ansetzen sollte, zum Beispiel eben die Einkommensverteilung oder die Reduktion von Umweltschäden. Weil man könnte sagen, dass wer sich an so einem Wohlfahrtsmaß orientiert, an einem umfassenden wie dem NBI, der wird nicht dieselben Entscheidungen treffen können wie jemand, der sich am Bruttoinlandsprodukt orientiert. Ob das Umsteuern, wenn wir denn da mal hinkämen, zum Beispiel oder vor allen Dingen eine echte Ökologisierung der Wirtschaft, dann noch zu BIP-Wachstum führen würde, das weiß ich noch persönlich nicht so ganz genau. Es wäre dann aber schlicht auch nicht mehr ganz so wichtig. Und das ist gewissermaßen im Sinne der Accroissance. Ja, ganz zum Schluss vielleicht noch, soweit sind wir noch nicht, dass dieses als neue Orientierungsgröße etabliert wäre, aber man kann schon mal sagen, dass die politische Debatte doch immerhin entbrannt ist, auch wenn sie hinter die aktuellen Euro-Krisen und sonstigen Probleme etwas zurücktritt. Wir haben in Deutschland beispielsweise eine Enquete-Kommission des Bundestages, die sich unter anderem als ein wichtiges Thema die Suche nach so einem neuen Wohlstandsindikator gesetzt hat. Also es wird immerhin schon mal diskutiert und hoffentlich auch gleich mit Ihnen. Vielen Dank.